Hey Freunde, ich hoffe, ihr habt euch schön warm angezogen. Denn jetzt wird's eisig hier in der Eiswüste von Fendrana. Den Fendrana Drifts, und ich bin mir jetzt zu blöd, um auf der Tür zu gehen. Herzlich willkommen zurück. Im letzten Part haben wir, wie ich gerade schon erwähnt habe, die... Oh! Oh! Nein, ich komme nicht ran! Die Eiswüste von Fendrana betreten. Nachdem wir die Magmahöhlen einmal kurz durchgangen sind. Und sind jetzt in einem großen Raum mit ganz vielen Türen. Ich muss gerade überlegen, wo ich jetzt hin muss, in welche. Ich glaube in die hier, die jetzt vorne ist, also, ne? Ah ja, genau. Ich weiß wieder, ich muss nämlich erstmal da unten rein. Genau, ist ja schon, ist ja nicht gerade so lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Oder ging das so? Es ging so. Okay, hier komme ich nicht durch. Das Ding muss sterben. Durch Rolling. Ey. Ist die Morphball-Steuerung so ein bisschen wischiwaschi manchmal. Das Ding schnell aktivieren. Und jetzt ist die Tür über uns. Ja, offen, sage ich mal, ne? Was heißt, sage ich mal? Sie ist offen. Ich laber doch wieder einen Müll. Später kommen wir hier auch mit einem coolen Doppelsprung so höp, abkürzen, aber das geht noch nicht. Deshalb müssen wir den umständlichen Weg nehmen. Weil Samus sicher zu fein ist, um einfach mal einen Doppelsprung zu machen. Aber das... Okay. Hier ist der Doppelsprung ja wenigstens noch logisch erklärt. Jetzt wollte ich bei... Nein, ich wollte schon Mario sagen. Irgendwie denken ja immer alle, so Doppelsprung ist gleich Mario, aber Mario konnte noch nie einen Doppelsprung. Oder? In irgendeinem Spiel? Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht in den 3D Mario Jump'n'Runs. Woraus kommt denn das Klischee des Doppelsprungs? Keine Ahnung, aber hier ist es ja noch logisch erklärt. Hier ist es ja mit Samus komischen Jetpack hinten drauf. Zum kurzen Energiestoß und so. Wow. Ah, wir können sie nicht besiegen. Ich liebe die Raketen so schnell zu ballern. Egal. So, was machen wir jetzt? Durchrollen! Und natürlich vollgebritzelt werden. Okay, da gegen die Gegner können wir leider noch nicht viel machen. Und dann können wir gegen die gar nichts machen. Aber das ändert sich schon sehr bald. So, sind wir schon in dem Raum? Nein, sind wir nicht. Okay. Denn später passieren noch ganz böse Sachen. Was ist das? Na komm mal, Wagenbock. Junge Eisgigant. Ach du Scheiße. Warte, wir müssen nämlich sein hinten Ding. Das wird deutlich wieder. Ja. Das machen wir wieder ganz toll. Ja. Ich kann mal wieder gar nichts. Oh, ich habe noch 9 Missiles. Verdammte Axt. Scheiße. Ich kann es mir nicht erlauben, die zu töten. Oder ist hier vielleicht Messermunition drin? Juhu. Alles klar, meine Lieben, ihr seid tot. Ah, oder vielleicht auch nicht. Komm. Und Robalampe. So, first is down. Ja. Und nochmal raufballern. Und tot. Qualvoll gestorben. Energie. Please. So, ich habe leider überhaupt keine Anhaltspunkte, wenn ich ganz ehrlich bin, wo wir überhaupt hin müssen. Ah, doch. Ich glaube, ich weiß, welches Item wir als nächstes bekommen. Oh ja, der ist cool. Der Item. Der Item ist cool. Naja, es hat schon seinen Grund, warum ich der gesagt hab. Denn der eigentliche Artikel dieses Gegenstands ist der. Aber ihr wisst ja noch nicht, was es ist, und deswegen habe ich mich schnell mit der Item rausgeredet. So, ich glaube, wir müssen einfach nur da durch, aber ich bin natürlich cool und springe nochmal rüber. Mann, ich muss aufhören, die zu töten, die machen mir eh nichts. Oh, war gar nicht umsonst, wir müssen ja sowieso hoch. So, auf dem umständlichen Wege. Oh, Leute. Wartet mal. War es schon in dem Raum?
Nee, weiß im anderen Raum, okay. Oh, jetzt bin ich wieder ganz umsonst runtergelaufen. Da hat man eben übrigens schon einen Missile-Container gesehen. Und das habt ihr ganz richtig gesehen. Aber den können wir uns noch nicht holen. Ich ärgere mich gerade, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Aber ich schätze jetzt einfach mal. Ich glaube, ich habe noch bis dann Zeit. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich gerade glaube. Oder so ähnlich. So, wow. Scheiß Wildfarbe. Das ist übrigens die gleiche, oder? Müsste... Doch nicht dieselbe. Boah, welch ein Glück. Arktische Wildfarbe. Ich dachte, das wäre dieselbe. Die wollten mich alle wieder nur verarschen. Ja, nee, nicht verarschen, so meinte. Egal. Okay. Erstmal durch die Tür geschossen. Die haben wir, glaube ich, schon mal gescannt, ja. Die können wir auch noch nichts machen, also durch. Samus, komm bitte aus dem Morphball raus. Oh ja, hier war der Raum. Okay, müssen wir extrem aufpassen. Denn hier sind Wesen. Guck mal, da oben, seht ihr die? Die kann man nur jetzt scannen. Nämlich sind das die arktischen Sturzsegler. Und bei der, wenn die GameCube-Version spielt, braucht ihr keine Angst haben. Hier könnt ihr ruhig immer wieder zurückkommen und euch die Viecher holen. Die gibt es nur in diesem Raum. Aber bei der Wii-Version ist es, durch irgendeinen Bug, den ich auch nicht verstehe, ab einem bestimmten Punkt sind die nicht mehr da. Dann sind die tot. Ich weiß nicht, dann sind sie da nicht mehr, haben keinen Bock mehr. Wow! Sind arbeiten gegangen, was weiß denn ich. Ja, machen endlich mal was Konstruktives in ihrem Leben. Jedenfalls können die da nicht mehr scannen, nur bei der Wii-Version. Ich glaube, es ist so, weil in der US-Version oder so ist das auch so und irgendwie von der US-Version ist das eigentlich hier und was weiß ich. Irgendwie so war das, glaube ich. Wie gesagt, nur bei... Oh, scheiße, ich habe keine Missiles mehr. Ah, ich gehe auch viel zu gut mit denen um. Na gut, dann... Normal raufballern. Sollte in der Not auch funktionieren. Gerade der Touchbeam, der haut ja ordentlich rein. Mann, scheiß Vieh, ey. Okay. Wow, 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 wow. Da kommt das Vieh angerannt. Jetzt habe ich aus Reflex gerade irgendwie ein Missile gefeuert. Das wollte ich nicht. Ah, ich bin schon sehr zufrieden, dass wir auf jeden Fall schon mal das Vieh haben. Das ist einer der fiesen Scans, die ich, habe ich ja nicht erwähnt. Es gibt so ein paar fiese Scans in dem Spiel, auf die man echt aufpassen muss. Abgesehen von den Endgegnern. Wenn man die hat, dann ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite. Ein paar der habe ich schon gescannt, unter anderem die Wespen. Die Wespen bei den Endgegnern da, die Rammwespe und die Schützenwespe. Die waren fies. Dann die Tentakel von dem Vieh da. Von dem... Oh, wir kriegen erstmal das Item, genau. Oh, das ist praktisch. Was wollte ich gerade sagen? Genau, die Tentakel von Flagra, die war noch fies. Dann der Sturzsegler hier und ein paar gibt's noch, die ich jetzt auch im Kopf habe, was auch gut ist. Die dürfen übrigens nicht kaputt machen hier. Ich glaube, die gehen auch gar nicht kaputt. Nee, sonst habe ich keinen Weg mehr nach oben. Hier ist erstmal eine Schausowand. Nämlich... Unsere Kreaturen. Nein. Das interessiert uns doch nicht. Okay. Oh nein, Gott, er ist wach geworden. Kann ich von hier oben treffen? Geil! Und er kann mich nicht kriegen. Du bist ein Idiot. Haha. Oh, was macht die heute noch so? So. Und dann ist er auch schon tot. Ging ja doch recht schnell. Ich hänge in der Leiche fest. Genau, wie ging das jetzt noch? Hier hoch erstmal. Das Ding da scannen. Dann werden die Dinge anders angeordnet.
Dann können wir da rüberspringen. War das nicht mehr Zeit sogar? Nein. Das ist gut. Denn meine Sprungskills in diesem Spiel sind noch arg eingeschränkt. Besonders durch die Zeitverzögerung. Oh, Alter, da ist glaube ich noch ein Vieh unten. Aber was ist das? Ein neues Item? Boostball. Oh yeah. Und Samus verwandelt ihn nochmal einen Ball, weil sie kann. Oh yeah, jetzt leuchten wir richtig cool von innen. Weiß ich, oder war das vorher auch schon so? Ja, 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 ich weiß schon, wie das funktioniert. Weil jetzt sind die Dinger einfach mal weg. Random weggespawnt. Was weiß ich. Na, der eigentliche Sinn dieses Balls. Doch, das hat vorher noch nicht so geleuchtet, glaube ich. Ist nämlich, dass wir unseren Ball, jetzt bin ich runtergefallen, aufladen können und losschießen. Allerdings ist der Boostball bei Metroid 1 noch so scheiße. Bei Metroid Prime 1. Das haben sie bei Metroid Prime 2 echt besser gemacht, den Boostball. Und 3. Hier bringt der fast gar nichts. Hier muss man echt ganz lange mal aufladen bei den Halfpipes. Die wir übrigens schon gesehen haben. Oh ja, jetzt kann ich mir hier mit ein neues Item holen. Genau. Wartet mal. Da kann ich noch nicht durch. Ich glaube... das muss ich gerade mal selber überlegen. Ich glaube, wir können jetzt eh noch nicht weiter. Also... Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich nochmal zurück in die Oberwelt. Oh Mann, was schießt ich denn die ganze Zeit mit Salz? Jetzt können wir hier nämlich durchrasen. Und uns nicht mehr treffen lassen. Den ganzen Weg nochmal zurück. Ne? Komischen Eisgiganten Hallo sagen. Die Folge auch schon bald beenden. 3 Minuten oder so müsste ich glaube ich noch haben. Wenn mein Zeitgefühl richtig liegt. Boah! Alter, einer ist schon weg. So. Genau, wollte gerade sagen, Cutscene kommt nicht. Jetzt gehen wir einfach mal weg. Lalala. Aber was ist das? Ridley. Oh mein Gott. Jetzt sind wir mal lang geflogen. Ich wollte gerade sagen, Cutscene wird erstmal nicht aktiviert. Pustekuchen. Aber nein, die kam natürlich. Wuhu, jetzt kann ich hier nochmal im Kreis gehen. Wie waren das jetzt nochmal? Hier sind wir drin. Das dient nur dazu. Da oben können wir ja später rein. Das ist irgendein Raum mit einer ganz komischen Ausbuchtung da oben. Hier ist der Transraum. Ja, unten ist die Speicherstation. Das ist ja jetzt da nur noch die einzige Tür, in die wir rein können. Ich glaube, in die kommen wir noch gar nicht rein. Oder irre ich mich schon wieder? Ich will jetzt nicht ungünstig weggehen und wieder hingehen. Einfach, um irgendwie das Let's Play in die Länge zu ziehen oder so. Sonst denkt ihr das noch von mir. Das ist ja schrecklich. Ich glaube... warte mal. Okay, da oben. Da komme ich wirklich noch nicht hoch, glaube ich. Ja, da muss ich doch schon hochkommen, oder? Weil ich weiß, dass wir uns hiermit jetzt ein Item holen können. Ein ganz cooles Item mit dem Boostball. Aber... Oh, meine Missiles verschieße ich wieder, ey. Aber dafür müssen wir zurück in die Oberwelt und das dauert ja 20 Jahre, bis wir da sind. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es so war. Leute, ich muss die Folge eh beenden. Ich würde sagen, ich informiere mich mal eben kurz auf Screen. Ich guck mal eben, ob das wirklich so ist. Jetzt hat er mir doch noch ein Missile Container abgezogen. Missile Container, schön, Energietank. Würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir dann weiter. Wenn es wirklich so ist, dass wir jetzt wieder zurück müssen, dann ist es eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann kann ich euch auch in den einen Raum gehen, den wir schon gesehen haben. Und dann können wir uns quasi die Story abholen. Was wir eigentlich hier die ganze Zeit machen müssen, ja. In dem Spiel. Sozusagen das Hauptziel.
Ist nicht Ridley, nein, was ist ganz anderes. Ridley ist nur das Sekundärziel oder so ähnlich. Um einfach mal den Part künstlich in die Länge zu ziehen, scanne ich die Dinger da mal. Neues Personal, sie umgehen in den südlichen Forschungseinrichtungen zu melden. Ein Verstoß zieht Konsequenzen nach sich. Der westliche Tempel befindet sich in Abspielstufe 2. Ja, natürlich. Das gesamte ballistische Personal hat sich im Forschungslabor Hydra zu melden. Ah ja, Hydra, da kommen wir sogar noch hin. Holy shit. Okay, Leute, dann wirklich bis zum nächsten Mal von Metroid Prime. Bis dahin informiere ich mich und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.